Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Ich darf euch heute recht herzlich willkommen heißen zu einem Video, auf das ich mich schon länger freue, denn wir spielen heute gemeinsam den Powerwash Simulator. Wir müssen hier als allerersten Job einen Transporter reinigen, von daher klicke ich mal direkt auf Job starten. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Luca, warum freust du dich auf dieses Video so krass? Ich bin ganz ehrlich, ich liebe es. Oh, ist das Ding so laut? Es hört sich jetzt zwar dumm an, allerdings liebe ich es, Sachen zu reinigen, Sachen sauber zu machen. Und ich finde es richtig satisfying. Oh, mache ich damit jetzt den Lack kaputt? Schaut euch mal an, wie geil das aussieht. Wir können hier theoretisch einfach was in die Seite reinschreiben. Was steht da? Luca-shop.de. Heute soll es allerdings nicht um das beste Merchandise in ganz YouTube Deutschland gehen im luca-shop.de, sondern um diesen Wash-Simulator, meine lieben Freunde. Und ich komme mal direkt wieder zurück auf das Thema, was ich zu Beginn angesprochen habe. Ich liebe es einfach, Sachen zu reinigen, weil ich weiß, wir haben hier immer so eine dumme Clowns-Musik im Hintergrund und ich spiele das, aber hört euch das mal so an. Es ist in einer gewissen Form wie ASMR. So richtig beruhigend. Klar könnte man das Ganze hier auch richtig dumm sauber machen und richtig hier mit dummer Musik und keine Ahnung was, aber das wollen wir nicht. Wir wollen die Karre ganz normal reinigen. Ey, ich finde das so entspannend. Ihr hört schon, hier ist ab und zu immer was am Klimpern. Das liegt nämlich daran, dass wir hier wirklich Aufgaben haben. Zum Beispiel, wenn ich das hier vorne jetzt auch fertig habe, wird es auch wieder klimpern. Hm. Hier vielleicht, wenn ich das hier durch habe. Hä? Es wird doch nicht richtig sauber hier, ne? Haha. Doch. Wir sehen auch oben links, beziehungsweise ihr seht es nur so, wenn ich euch mal ganz kurz meine Facecam ausblende. Wir haben 48% schon fertig gereinigt. Ich weiß zwar nicht, ob man einen Transporter wirklich so reinigen sollte, wie ich das hier gerade mache mit der Vorgehensweise, indem ich nämlich auf dem Dach rumlaufe. Aber es ist wirklich komplett satisfying, wenn man hier einfach mal so perfekt vorgeht. Einfach mal so hier eine Line und dann hier vorne noch eine Line. Und dann das Ganze erinnert mich auch so ein bisschen an diesen Lawn Mowing Simulator, den ich ja auch letztens hochgeladen habe. Das sind zwar Videos und ich weiß auch, dass dieses Video ja auch nicht so krass durch die Decke gehen wird, wie beispielsweise, wenn ich stumpf jetzt auf eine Nicht-Lachen-Challenge-Video-Dings reagiert hätte, aber solche Videos. Vor dem Haus meiner Albtraum-Nachbarn steht ein Umzugswagen. Endlich ziehen sie aus. Wer dort einzieht, wird einen guten Hochdruck. Reiniger brauchen. Habe ich direkt die nächste Aufgabe bekommen? Was ich gerade sagen wollte, war, dass das hier solche Videos sind, die mir einfach extrem viel Spaß machen. Es ist, und das mag der ein oder andere gerade vielleicht, glaube ich, nicht glauben, aber diese Videos hier, die finde ich wirklich so entspannend. Einfach sowas zu mähen oder sauber machen. Warum kriege ich hier kein Achievement? Hä? Das Dach ist doch sauber. Kümmern wir uns jetzt allerdings erstmal noch um die Rückfenster hier vorne hinten. Die sind nämlich immer so ein bisschen schwieriger sauber zu kriegen. Zack, da haben wir die eine Seite fertig. Hier gehen wir dann jetzt mal ein bisschen flexibler vor. Nicht flexibler, ein bisschen, wie nennt man das? Ein bisschen, ich kann gut reinigen, aber ich kann schnell. Mama. Ja. Ich mach grad mein Auto sauber. Nee, selber. Ja. Kannst du auch an einem Sonntag machen. Na, Mama, ich spiele ein Spiel. Meine Nachbarn will. Oh. Ich melde mich danach, okay? Okay, ciao. Luca, du kannst doch nicht an einem Sonntag dein Auto selber sauber machen, die armen Nachbarn. Hier vorne oben nochmal alles sauber machen und jetzt hier unten lang. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich blende euch eine ganz fixe Timelapse ein, aber mit so einer schönen, entspannten Yoga-Meditationsmusik. Meine Damen und Herren, wir sehen links an der Seite, dass wir zu erledigen haben, nur noch einen Reifen. Ich glaube, da geht es hier um den letzten, genau. Job abgeschlossen. Wir haben zusätzliche Reinigungsmittel verfügbar und können zum Fortfahren nun einfach jetzt unser Tablet öffnen. Das hier sind wir. Ja.
Ich glaube, so geht man auch vor beim Reinigen. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Weiter geht's, meine lieben Freunde. Garten reinigen. Wir müssen den Garten, glaube ich, von unseren Nachbarn nun reinigen. Da kam ja gerade eine kleine Meldung rein. Der ist extrem... Oh mein Gott, das ist alles Dreck hier, ne? Sag nicht hier... Das auch? Wir haben hier auf jeden Fall einiges zu tun. Starten wir einfach mal hier vorne mit dem Gartenhäuschen. Die Tür haben wir davon auf jeden Fall schon erledigt. Die Vorderseite ist auch schon ziemlich sauber. Das sind alles einzelne Achievements, die wir hier hinkriegen. Mit dem Glockenspiel, was wir dann irgendwie jetzt auch noch sauber kriegen. Hier vorne, wenn wir dann uns ans Fenster machen. Ich habe 2% steht oben links. Ja, wo wohnen die hier überhaupt? Können wir irgendwie ausbrechen? Nee. Ey, das ist ja eine Heidenarbeit hier. Kümmern wir uns als nächstes hier einfach mal kurz um diesen kleinen Mini hier. Dafür können wir auch einfach mal zack und 2 Stockwerke hier runter bewegen und den Mini hier einfach mal so ein bisschen sauer machen. Mein erstes Auto war ja ein Mini, auch sogar so ein Mini-Cabrio. Der sah quasi eigentlich genauso aus wie der hier, nur ein bisschen größer, dass man sich halt vernünftig reinsetzen konnte. Die Rückseite haben wir fertig. Generell haben wir den Mini eigentlich fertig. Nur noch hier oben rein. Ist halt blöd, weil da drin jetzt so ein Sitz ist und den machen wir jetzt halt voll nass. Aber irgendwie bekommen wir nicht das Achievement. Aha! Spielzeugauto gereinigt. Wir haben $157. Damit könnte man sich 3 Hoodies kaufen im... Kommineshop.de. Als nächstes kümmern wir uns hier mal ums Vogelhäuschen. Das sollte, glaube ich, relativ fix gehen. Hier den Ständer haben wir erledigt. Ich weiß nicht, ob wir wirklich uns hier um jede Seite kümmern müssen. Allerdings kommen wir da auch easy ran hier. Ich weiß auch gar nicht, ob wir genügend Wasser dabei haben, weil ich lasse das hier einfach die ganze Zeit laufen. So sollte man wahrscheinlich auch nicht vorgehen. Allerdings kommt es wahrscheinlich dann auch aufs Level und auch auf die Schwierigkeit an, inwiefern man das hinkriegt oder nicht. Muss ich auch so richtig drunter gehen? Ich weiß es gar nicht. Das ist schon krasser als erwartet, dieses Spiel. Also als ich mir das im Internet angeguckt hatte, dachte ich so, ja, komm, einfach so ein bisschen reinigen. Aber es ist echt schwierig. Komm mal hier rein für die Vögel. Ich bin noch durch, oder nicht? Nee, hier. Hä? Sorry, aber das ist ein Vogelhäuschen, hä? Das ist jetzt... Oh. Und ich habe insgesamt erst 4% erledigt. Also ich muss schon sagen, das Spiel ist wirklich sehr, sehr satisfying. Also gerade, wenn man auf so Sachen steht wie reinigen und bla bla. Ich selbst bin zum Beispiel ein sehr, 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 sehr ordentlicher Mensch. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eher so Leute seid, die jetzt irgendwie im Chaos leben können. Meine Schwester zum Beispiel hatte früher immer so ein Schild an ihrer Eingangstür, unnormal cringe, wo einfach irgendwie drauf stand, ein Genie lebt nicht in der Ordnung, sondern beherrscht das Chaos. Ja, die ist komisch. Ich würde sagen, das letzte Projekt fürs heutige Video wird diese Hundehütte hier sein, damit zumindest der Hund sich ein bisschen wohlfühlt. Da gehen wir jetzt einfach mal so vor, dass wir uns von oben nach unten herabarbeiten. Erstmal hier das Dach so ein bisschen fertig bauen. Dann müssen wir ja auch, haben wir beim Vogelhäuschen gelernt, uns wirklich auch hinlegen, um hier die Kanten richtig mitzunehmen. Und genau das gleiche dann auch nochmal hier auf der anderen Seite. Zack, einmal und hier noch einmal zurück. Dann natürlich hier drunter nochmal kurz herblasen und dann von oben drauf. Dann haben wir das Dach auf jeden Fall an der Stelle schon mal fertig. Jetzt geht es hier um die Rückseite und während ich diese Hunde Hütte hier fertigstelle und zu Ende sauber mache, möchte ich an der Stelle auch das heutige Video schon mal beenden, meine lieben Freunde. Wenn euch Mr. Wash Power Wash Simulator mit mir, eurem Reiniger des Vertrauens Luca, gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ich das eventuell mal weiterspielen soll. Wenn ich neue Projekte hier reinigen soll, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und was ihr mir auch mal gerne unten in die Kommentare schreiben könnt, ist, was seid ihr für Menschen? Seid ihr eher so Leute, die richtig vorsichtig sind im Reinigen? Oder seid ihr so, komm, ich mach einfach mal. Ich schlag gerade nur Zeit tot, damit ihr das hier noch seht. Abonnieren. Mein Kanal. Ich glaube, ich bin echt der einzige YouTuber, der ein Video hochlädt, wie er etwas reinigt. Tut mir leid, dass ihr euch sowas jeden Tag geben müsst.